Hey Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Video und zwar ein Mädchenmontag mit dem Thema 10 Tipps für schöne Nägel. Das ist, glaube ich, ein Video, was schon unendlich lange angefragt wurde. Ich hatte früher wahnsinnig starke Probleme mit meinen Nägeln, weil ich sie immer abgekaut hatte und sie dadurch immer kurz waren. Aber mit den Jahren habe ich so eine Art Routine und auch so Tipps und Tricks wirklich entwickelt, die mir wahnsinnig gut geholfen haben. Und komischerweise sind das auch nicht wirklich so die Tipps, die unbedingt immer im Internet rumstehen, sondern irgendwie so ein bisschen eigene. Und die wollte ich euch dann heute mal auf jeden Fall präsentieren. Mein erster Tipp ist, mehrere Schichten Nagellack zu verwenden. Also normalerweise sagt man ja, man soll nicht unbedingt Nagellack verwenden, vor allem nicht immer, wenn man schöne Nägel haben will, aber ich verwende wirklich immer Nagellack und wenn ich keinen Nagellack verwende, dann brechen meine Nägel ab. Und ich benutze auch wirklich immer recht viele Schichten, jedoch benutze ich immer viele Schichten von Aufbau-Nagellacken. Ich trage nicht wirklich immer solche Farblacke, sondern meistens solche durchsichtigen. Da gibt es zum Beispiel ganz viele von P2, weil die extra so eine Nailcare-Reihe haben. Da habe ich ungefähr jeden Nagellack. Und die schichte ich dann immer, ich gebe immer noch einen Klarlack drüber und ich habe eigentlich immer um die 3 bis 4 Schichten Nagellack auf meinen Nägeln drauf. Und dadurch sind meine Nägel einfach immer so dick, dass sie gar nicht abbrechen können. Und das hilft mir so gut, dass meine Nägel lang werden. Ich finde nicht unbedingt, dass meine Nägel total darunter gelitten haben, dass ich jetzt seit Jahren immer nur Nagellack verwende. Für mich ist es einfach nur eine super Möglichkeit, lange Nägel zu bekommen. Der zweite Tipp ist immer so Nagelbalsam zu verwenden. Das ist von Balea das Hand- und Nagelbalsam Kamille. Das ist, glaube ich, die Handcreme, die jeder bei sich zu Hause hat. Und die trage ich eben immer sehr gerne erstens als Handcreme auf, aber auch zweitens genau hier, also zwischen dem Fingernagel und meiner Haut, weil ich früher da auch sehr Probleme hatte mit so rissigen Dingern oder dass da irgendwelche Hautdinger abstanden. Und seitdem ich die wirklich regelmäßig eincreme, regelmäßig heißt bei mir so 2-mal in der Woche, passiert mir das nicht mehr. Ich habe davon auch noch ganz viele immer so als kleine Pröbchen, die werfe ich mir einfach in die Handtasche. Finde ich super praktisch und hat mir auch sehr gut geholfen. Beim dritten Tipp geht es um das Nägellackieren und da vor allem um den richtigen Zeitpunkt. Ich habe festgestellt, dass ich mir meine Nägel nie wieder nach dem Duschen lackieren würde. Bei mir ist es halt so, wenn ich dusche und halt ganz viel Wasser an meine Nägel kommt, dann quellen die sozusagen irgendwie so ein bisschen auf von dem Wasser. Das ist normal, das passiert bei jedem. Sieht man jetzt nicht ganz krass, aber ist halt so. Und wenn man sich danach die Nägel lackiert und der Nagel dann irgendwann trocknet von dem Duschwasser, dann zieht er sich ja wieder zusammen und dann platzt der Nagellack hier oben auf, weil der Nagel dann ja wieder kleiner wird sozusagen. Und deswegen würde ich euch nicht raten, eure Nägel nach dem Duschen zu lackieren. Den vierten Tipp habe ich erst jetzt letztens kennengelernt sozusagen. Ich habe mir nämlich, vielleicht habt ihr es in irgendeinem Haul gesehen, einen Nagellackentferner gekauft mit Aceton. Und ich habe wirklich einen Unterschied gemerkt zwischen acetonhaltigem und acetonfreien. Der acetonhaltige hat irgendwie total meine Nägel so wie so ausgetrocknet. Die waren viel spröder und rilliger danach und das hat mir wirklich gar nicht gefallen. Und allgemein entzieht Aceton auch dem Nagel Fett und Feuchtigkeit und das ist nicht wirklich positiv. Deswegen würde ich euch acetonfreien Nagellack empfehlen und acetonhaltigen eben nicht empfehlen. Beim fünften Tipp geht es darum, die Nägel richtig zu kürzen. Ich würde euch nicht raten, eine Schere zu nehmen und auch nicht solche komischen Nagelclipser. Ich finde, das sieht auch immer voll brutal aus, wenn man sich mit so Nagelclipsern die Nägel irgendwie abmacht. Ich mag das gar nicht. Ich feile mir immer meine Nägel ab und normalerweise soll man ja immer nur in eine Richtung feilen. Mir ist das eigentlich relativ egal. Ich feile in beide Richtungen, außer bei dem letzten Schliff. Wenn ich schon fertig bin und noch so den letzten Kram abschleifen will, dann feile ich in eine Richtung, damit dann nachher so der Nagel oben geschlossen ist. Und ich feile mir meine Nägel immer einmal in der Woche. Zu der Form, ich habe relativ eckige Nägel. Normal soll man ja leicht abgerundete Nägel haben. Soll so die beste Form sein. Stimmt auch, weil dann eben die Ecken nicht so schnell einknicken. Jedoch mache ich das halt so, dass ich sie eckig feile und sobald mir dann eben die Ecken abknicken, dann feile ich halt alle so ein bisschen halbrund. Dadurch, dass ich halt so viele Schichten Nagellack trage, bleiben sie normalerweise auch relativ eckig. Ich denke, das kommt aber wirklich ganz auf eure Nagelstruktur an. Das könnt ihr einfach ausprobieren. Dann seht ihr, was bei euch am besten funktioniert. Bei dem sechsten Tipp geht es um solche Metallnagelfeilen. Mit denen habe ich echt mittlerweile schlechte Erfahrungen gemacht. Früher habe ich sie auch benutzt. Jetzt habe ich aber irgendwie so ein bisschen meine Ansprüche an Nagelfeilen geändert und jetzt mag ich sie gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach viel zu brutal für meine Nägel ist. Und ich habe im Internet auch gelesen, dass solche Metallnagelfeilen schlecht wären, weil sie beim Feilen an dem Nagel Reibungshitze erzeugen würden und diese Reibungshitze dann auch schlecht für den Nagel ist. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob bei mir, wenn ich mir mit dem Ding die Nägel feile, wirklich Reibungshitze entsteht. Aber auf jeden Fall mag ich Metallfeilen eben nicht mehr und die würde ich auf jeden Fall verbannen.
Der siebte Tipp ist, dass ihr eure Nägel einfach nicht zu lang wachsen lasst, weil es ist immer so bei mir, dass wenn ich einen Nagel richtig lang wachsen lasse, er dann irgendwo relativ tief einreißt und das dann wirklich so weh tut, wenn dann der halbe Nagel irgendwie ab ist. Und die Gefahr, dass ihr dann eben den ganzen Nagel abreißt, ist bei längeren Nägeln extrem hoch und deswegen würde ich euch nicht empfehlen, sie so mega lang wachsen zu lassen. Also der Nagel hier ist jetzt wirklich schon absolut an der Grenze, der muss jetzt langsam mal ein bisschen gekürzt werden, aber ich wollte ihn mal zu Demonstrationszwecken noch dran lassen. Der achte Tipp ist so ein Tipp, der so ein bisschen in Klammern steht. Ich weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen würde, aber mir hat es doch geholfen. Ich hatte es nämlich für eine Zeit lang ausprobiert, als ich noch so extreme Probleme hatte mit Nägeln. Und zwar habe ich einfach solche Tabletten genommen, die auch die Nägel stärken. Da könnt ihr mal gucken bei DM, da gibt es relativ viele. Ich glaube auch bei Rossmann und so. Da gibt es eben manchmal solche kleinen Tabletten, Medikamentenabteilungen und da gibt es eben auch solche Tabletten für die Nägel, die eben nicht verschreibungspflichtig sind und die auch eigentlich eher so auf natürlicherer Basis sind. Ich würde euch nicht empfehlen, jahrelang täglich solche Tabletten zu nehmen, aber vielleicht mal zum Ausprobieren ist es ganz nett. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, aber ich habe sie dann auch wieder abgesetzt, als meine Nägel einigermaßen stabil geworden sind. Der neunte und auch der zehnte Tipp geht vor allem an die Menschen, die Nägel kauen. Und zwar hat mir ein Produkt sehr gut geholfen, das heißt Stop and Grow. Das habe ich hier gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass es das immer noch gibt. Das ist einfach ein Nagellackfläschchen, in dem ein durchsichtiger Nagellack drin ist. Das bekommt ihr übrigens in der Apotheke. Kostet auch nicht so viel. Und das ist ein Nagellack, den ihr euch dann auflackiert. Und der Nagellack schmeckt extrem bitter. Das heißt, wenn ihr dann versucht, an eure Nägel zu kauen, dann bekommt ihr diesen krass bitteren Geschmack in euren Mund. Und dann hört ihr so ein bisschen automatisch auf, die ganze Zeit an eure Nägel zu gehen. Und im besten Falle hört ihr dann auch ganz auf, an eure Nägel zu kauen. Dieses Produkt fand ich auf jeden Fall gut und kann ich auch empfehlen. Beim zehnten Tipp geht es um Gelnägel. Das ist jetzt eher so ein Tipp an die bisschen älteren von euch. Also falls ihr 18 seid oder so und immer noch extrem an euren Nägeln kaut, dann könnt ihr euch Gelnägel machen lassen. Ihr könnt euch das auch machen lassen, wenn ihr jünger seid. Sprecht vielleicht mal mit euren Eltern darüber. Wenn ihr euch dann eben Gelnägel macht, ist es erstens viel schwerer, irgendwie eure Nägel abzukauen und zweitens sehen eure Nägel dann auch einfach schön aus optisch. Auf Dauer sind Gelnägel natürlich auch keine Lösung, weil sie auf Dauer auch eure Nägel schädigen. Falls ihr es aber dann nur für eine kurze Zeit macht und eben auch nur dafür, dass ihr eure Nägel dann nicht abkaut, dann würde ich es euch schon empfehlen. Also ich kenne einige Leute, denen es auch wirklich geholfen hat und bei denen die Nägel nicht dadurch komplett kaputt gegangen sind. Ich denke, das kommt dann aber auch wieder auf die individuelle Person drauf an. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch weitere Tipps habt und schreibt mir auch in die Kommentare, was so eure liebste Länge bei Fingernägeln ist. Also wie viele Millimeter das hier hinten noch so zu sehen sein soll. Ich habe gelesen, dass 2 Millimeter, die noch hier zu sehen sind, als schönste Länge gelten. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Also meiner Meinung nach können es ein bisschen mehr sein als 2 mm.